Die Schweizer Nazi muss sich gegen Nordirland in den WM-Playoffs qualifizieren. Wie schätzen Sie diesen Gegner ein? Ja, es wird sicher ein schwieriger Gegner sein, vom Kampfrischen her. Es ist eine Mannschaft, die eigentlich nur vom Kampf lebt und als Team zusammenhält. Und das ist halt eine Mannschaft, die alles unternimmt, um sich auch jetzt für Russland zu qualifizieren. Was sind die Tücken des Gegners und auf welche Taktik muss sich die Schweizer Nazi denn konzentrieren? Ja, die werden jetzt sicher die Mannschaft analysieren. Sie werden die Video anschauen und daraus lernen, was für Schwächen das die Nordiren haben, was für Stärken. Und dort wird sich auch der Trainer dann seine Gedanken machen, wie er seine Mannschaft zusammenstellen wird. Bei der Barrage geht es um alles oder nichts. Besitzt die Schweizer Nazi nach der Niederlage gegen Portugal diese mentale Stärke? Ich hoffe es schwer, dass sie das ausschalten können, die Niederlage in Portugal. Es war sicher eine harte Enttäuschung für die Spieler, weil die so ziemlich sicher überzeugt waren, dass sie es direkt schaffen, ohne in die Barrage zu kommen. Und jetzt ist wichtig, dass die Spieler sich voll fokussieren auf die zwei Spiele, dass sie an dem Tag die beste Leistung abrufen können und dass sie mental bereit sind, den Kampf aufzunehmen. Im Qualifikationsspiel gegen die Türkei 2005 kam es zu Ausschreitungen bei Fans und auch gegen die Mannschaft. Welche Dynamik erwarten Sie bei Nordirland? Ja, bei Nordirland glaube ich nicht, dass, weiß nicht, was für eine Dynamik. Sicher wird es ein Hexenkessel sein in Nordirland. Das Publikum wird frenetisch sein und das ist sicher auch, wird die Mannschaft anpeitschen und da muss man einfach bereit sein, dagegen zu halten.